Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder heute hier auf der LS19 Ravenport. Und heute werden wir schauen in unseren Pferdestall. Pferdestall haben wir gesagt, brauchen wir. Super. Dann wird im falschen Menü. 95.000 für einen großen. Das große Gehege mit die 16 Pferde. Ja, genau. Leider ist es noch ein bisschen dunkel. Also, wir haben zwar 5 Uhr in der Früh. Einzige, was noch hell ist, ist der Mond da hinten. Ich hoffe, dass der bald untergeht und die Sonne aufgeht. Wahrscheinlich um 6 Uhr, weil so bei den dunklen Bauern ist auch ein bisschen scheiße, aber wir können es nicht ändern. Aber eins könnt ihr vorher durchschauen, und zwar bevor ich den vielleicht da hinbaue, warum man das. Da haben wir unsere Grasfläche. Der wäre erntereif. Es wäre irgendwie nicht schlecht, bevor wir das E-Band, dass wir es groß vielleicht noch schnell überholen, um daraus noch einen Gewinn zu ziehen. Gute Frage, gell? Ja, nein, weiß nicht, hab Angst. Und das heißt, für die Pferde braucht man zurzeit eh nichts. Rein, um wieder ein bisschen Gold zu machen. Na, lass mal's. Ich will die Pferde haben. Ich will die Pferde jetzt haben. Aber jetzt müssen wir schauen, ob wir Table kriegen. Dafür 95.000. Wir haben jetzt 44.000. Unser Kontostand. Schauen wir mal. Wie viel kann man aufnehmen? Ich habe jetzt 200.000 und ihr könnt noch mehr aufnehmen. Aber mehr will ich gar nicht, weil das müsste reichen für 16 Pferde. Ja. Super, 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 super. Gut. Her mit die Pferde. So. Auf unseren Acker müssen wir gerade eh nichts tun. Scheiße, das Gras. Der ist graus. Irgendwie die Ansicht drehen. Das wird jetzt schwer zu machen sein oder schwer. Wie bei hier bauen. Also aber da wie wieder die Dings stehen. Was dort daneben hin? Das muss ich mal schon. Da mal schauen. Also ich muss dort so wie, ich muss dort so wie. Ja, da hinten hat er einen Platz. Super. Warum versinkt der da so ein Baum?
Kamera radieren, Platzierhilfe stellen. Okay. Was da Stroh? Das heißt, am besten ist, ich drehe den einmal gleich 180 Grad. So, weil da hinten bei der Hütte kommen die Pferde rein. Ja, das mache ich nur beim Auffang einmal und dann war's das. Direkt neben der Straße, das Gehege baue ich für die Pferde zwar nicht so optimal, aber weil sonst der Platz jetzt gerade. Da kann ich da hinten noch eine fahren. Dann muss ich halt mein Dings, mein Gebäude am Bahnhofsstalle nachher hinten. Ich baue die. Warum tut es? Und der Innenhof ist dann auch noch immer groß genug, damit ich schon bei der Hütte da alles einstellen kann. Seit ich platziere es gleich in oder dahin. Das haben wir schon wieder bei uns an Ockenheim. Scheiße, der ist groß. Ist da war herbar? Habe ich dann da hinten Platz noch zum Vorbeifahren. Ist ein bisschen schlecht sehen jetzt, aber also mit dem Traktor würde ich hinten vorbeikommen. Bei der Innenhof wird dann extrem cleaner werden. Nein, pan da drum hin. Das hilft nichts, ich muss da so. Zwar mit der Hütten zur Lagerhalle drumme. Straßen entlang. So. Wenn auch ein bisschen weiter dazu will. Straßen. Platzieren ist ein bisschen scheiße. Platzierhöhe verstellen. Links und rechts. Passt. Passt. Da wäre schon grün, da wäre Korb.
Einfach out. Eieieiei. Der Grün oder der Korb. Man muss dort noch einmal zurück. So, noch einmal das. Wenn. So. Ah, geleck. Komm. Komm, lass die Bahn. Ah, komm her. Jetzt bleibt er da auf Rautsteine. Komm. Ja, kollidiert mit dem Objekt. Super. Warum magst du mich nicht? Aber ich denke, etwas da. Wieso der kennt das so? Was zerstören hier und aus? Dann ist ja passt. Meine Güte, was ist denn hier? Das hat er dir aus seiner Wissenschaft jetzt. Jetzt hat funktioniert. Okay. So. Lang nur dort. Wieder 14 Minuten, um nur eins an Pferdestall hinzustellen. Traumhaft, oder? Wird da kein Mauer umgefahren. Da werden wir noch ein bisschen ausgleichen, noch später mal. Das haben wir eh ziemlich schön auf Höhe, das passt. Boah. Boah, das ist wichtig. Ein paar Fälle, wo ich auf YouTube geschaut habe, der um das hinbaut und da war direkt
Entweder füllt es auch oder füllt es tief, weil Mulden ist, da müssen viel ausgleichen. Das kostet halt immer Vermögen an Geld da. Ich habe jetzt da gerade einen Hunderter dafür zahlt. Wahrscheinlich um dort das auszugleichen. Aber soweit, so gut. Und ich würde sagen, wir warten da nicht lang. Wir hupfen los. In unseren Traktor. So, passt schon. Das tut kurz weg. Kurbel lasse ich auch da. Das Gewicht nehme ich mit. Leihen wir uns den Tiertransporter. Wir werden uns aber gleich den großen Tiertransporter leihen, den wir uns beim letzten Mal auch geschaut haben. Da muss ich um den Deck ausgleichen. Aus Sicht. Okay. Dann haben wir unsere Pferdeler. So 16 Pferde. Wie viele verschiedene Varianten von den Pferden gibt es? Ja, da speichern. Super. Muss ich nachher schauen beim Tierhändler. Flächebereifung gehen lassen, der tut inzwischen nicht weh. Schaut nur scheiße aus. Echt jetzt? Super. Die Kurven nehmen wir jetzt schnell. Sehr schön. Passt. Habe noch keine Tiere. Sind da schon wieder im Pfosten und Mittelgrund.
So, da, ich brauche einen Anhänger, einen Tiertransporter. Tierhaltung. Porsche. Ah, da, Tiertransporter, eins drunter. Also, Pferde kann ich mit dem machen, da kann ich nur zwei. Und der kostet mir Miete 816 Euro. Aber da habe ich einen Mod drinnen, der Viehtransporter, der kann auch Pferde und zwar 9 Stück auf einmal. Und der kostet mir Miete nur 765. Der ist zwar eigentlich für den Pferdetransport nicht geeignet, weil er nicht sicher genug ist, aber denk halt mal, ich glaube nicht, dass es 16 die Transporter für Pferde gibt, weil der hat keine Trennwand und nichts drinnen. Aber wir nehmen trotzdem, weil er billiger gerade ist. Ja. Okay. So zurück. Und zurück. Was, da steht er. Dann brauche ich nur zweimal fahren. Da fahre ich zweimal mit 8, damit ich mich ja nicht vertue, weil 16 kann eine und eine. Leute sind noch auf einmal 18. Pferdl hab. Ich habe keinen Platz mehr dafür. So. Soweit, so gut. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ist der Viehhändler? Da drüben. Okay, passt. Ich bin beim letzten Mal 100.000 Mal vorbeigefahren. So. Noch einen Schluck Kaffee vorher. Sehr gut. Das ist da oder dahin? Ich glaube da oben, oder? Ich habe selber noch nie da Pferde geholt, deswegen weiß es nicht, aber mir kommt vor, die Videos, was es so gegeben hat, hat es geheißen, da war oben, oder? Da ist er schon mit da jetzt. Ne, das schaut verdächtig aus. Oh ja. Schaut verdächtig gut aus. Ihr Menü öffnen mit den Linken. Pferde. Schimmelschecke, Isabel, Fuchs. Schimmel, Schecke, Isabel, Fauna, Pappe, Braunschwarz, Farbe, das sind genau 8. Das sind tolle. Das ist ganz. Da beginnt's. Schimmel, Schecke. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt, dann kaufen wir mal von jedem an und brauchen auch mal von jedem an. Passt es perfekt. So.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Passt. Und bestätigen. Oma Day. Okay, jetzt. Jo. Gut. Dann steht Verkehr drinnen. Ist ja wurscht. So. Vielleicht aber umdrehen, ne? Ah, da kann ich schon damit umfahren. Das passt. Leute, ich muss euch leider überholen. Werde wohl alle haben. Alles aus und die Kurven, damit ihr nicht. Das wäre jetzt blöd, das wäre sehr blöd, wenn ich jetzt kippen würde. Was ich halt gerade geil finde, ist, es ist gerade dunkler als wie in der Nacht. Da muss ich da kurz mal abbremsen. Schauen. Ja, weil der Mond untergeht. Das heißt, in der Nacht war ich zu hell, weil der Mond um war. Da war es aufgehellt. Aufgehellt. Und wenn ich da gerade aus jetzt schaue, da ist Zappenduster da hinten. Man erkennt zwar noch was, aber trotzdem merkt man, es ist dunkel. Ja, und jetzt heißt es Geld verdienen, um einen Kredit wieder zurückzuzahlen. Jeden Auftrag oder jede Mission, was ich mache, in 1000 an die Bank gleich, oder nicht 1000, sagen wir die Hälfte. Damit ich schnell wieder zurückzahle und ich keine Probleme mit der Kreditrate kriege. Da Pferdeleich geht's noch gut. Das hat's noch alle. Also auch hat es keins. Das ist einmal gut. Richten wir direkt, der LKW hat keine Schonbereifen drauf. Der holt nicht mit ins Großwetter.
Müsste so hinhauen. Ihr Menü. Ja. Verschieben, 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 verschieben. Bestätigen. Da haben wir unsere ersten Tiere drinnen. Mal kurz aussteigen. Und wie geht's euch? Gut, oder? Auch mir ist jetzt hey. Wohl sein. Exempel. Ist jetzt gerade erst da gekommen. Muss jetzt echt Futter geben. Weil zuerst hole ich noch. Weil ich wollte jetzt alles Weiberl. Jetzt holen wir alle Mantel aus, damit es scheint Vergnügen werden, obwohl ich hab's. Ich gönne euch ja einen Spaß. He. Ist ja nicht so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wofür einen Namen ich sein geben soll. Wir haben zwar alle einen Namen, aber ihr könnt gerade ja momentan. Ich fahr da gerade ohne Licht, gell? Lichtfahrer sind sichtbarer. Da drei, da und da Fernlicht noch dazu passt. Wenn man auch um 8 und dann passt's. Und nein. Ich muss noch was kaufen. Ein Einstreuer. Das Stroh. Jetzt habe ich da nicht bedacht. Also ein Wasserfassel und dann ein Einstreuer für Stroh. Ja. Aber es gibt ja alles zum Kaufen, zum Glück. Das habe ich jetzt letzte Zeit nie in die Rechnung mit der richtigen Steuer. Aber zur Not, was ich gesehen habe, kann ich noch ein bisschen Kredit aufnehmen. So, da. Unten Auto entgegen. Na. Ja, da kann der Zug schon kommen, ich fahr das mal auf und zu. Passt.
Der ist nicht, der ist da. Einmal verschieben. Checke verschieben. Isabel verschieben. Fuchs verschieben. Brauner verschieben. Verschieben. Schwarzbrauner verschieben. Halbe verschieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Bestätigen. Damit haben wir nur noch 23.000 für Fassel in ein Strahl. Es schreit gerade dazu, dass sie noch einen Kredit aufnehmen. Joho. So, wenn wir das mal jetzt heimkommen, haben wir heute nicht viel was geschafft, außer einen Pferdestall zu setzen und die Pferde zu holen. Und bei der nächsten Folge werden wir nachher dann, dass wir die Pferde füttern, einen Einstreuer kaufen und einen Wassertank kaufen und schauen, wo wir Wasser herkriegen. Weil das wissen wir ja nach wie vor nicht. Wir haben da letztens schon mal eine Vermutung hinaufgestellt, aber ob so ist oder nicht, werden wir sehen. Bei Brunnen habe ich ehrlich gesagt keinen Bock gesehen. Boah, es gibt doch. Gibt doch. Das ist gerade so riskant mit der Erde. Schön bleiben. Leute. Es gibt einen Wassertanker für 500. 5000. Wäre zum Überlegen. Mal schauen, wie weit der nächste Wasserträger überhaupt weg ist. Wenn er nicht weit weg ist, kann ich selber holen. Ansonsten mit einem Wassertank wäre nicht blöd. Auch halt die Zeit dafür. Ah, nicht die Zeit. Platz, das Geld dafür. Weil der Wassertank wird sich eigentlich nur auszahlen, wenn ich mehr Tiere hätte. Also wenn ich sage, ich habe Hühner, auch Schafe und Kühe und dann mache ich einen Wassertank und die muss dann nicht alle stehen schön beieinander, dann wird sich der Wassertank wirklich rentieren. Der Wassertank muss ich auch zahlen. So, wenn ich nehme, geht war wohl aus Wasser. Kostenlos. Wenn ich mich nicht täusche, aber das könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Bisschen zurechtweisen, zurechtstutzen, wenn ich mich irgendwie vertue oder verschaue oder irgendwas Falsches sage. So. Ah, schreit schon. Bekleidung haben. Da habe ich einen Erstabendbart da oder. Ja, Walter. Da schau. Du bleibst da unten, hä?
Was ist mit dir los? Ich glaube, hast du dich da festpackt oder täuscht es? Hallo? Da steht, wenn ein Mping ist. Und bei dir steht gar nichts. Doch. Drei. Das ist die drei. Okay, jetzt. Hast du auch einmal eine andere Kurven eingeschlagen, passt. Sauber schon gesehen. Der Glaubhunter. Da komme ich mit der zweiten Fuhr. Naja, das geht nicht über Star-Ansicht machen. Und da verschieben, verschieben, verschieben. Was ist los? Da, verschieben. Ah. Bestätigen. So, jetzt. Gut. Der ist leer, ja passt. Gerät. Ah, da bin ich Arsch. Schau kleine. Da. Tasche, gemietete Fahrzeuge. Der da. Zurückgeben, danke. Gepasst. So, dann schauen wir mal uns unsere Tiere an. Also wertmäßig um 5000 Kaffees und die kannst gerade mal um 3000 verkaufen. Das schon wieder vollen Verlust gemacht. Schlecht ausgehandelt. Na, ja, die bringen mir noch hey, ziemlich viel. Passt. Was haben die für Namen? Xerxes, Chester, Fellow City. Romeo, Houston, Zen, Zeki, Racer, Zen. Ich hab da zwei Zen drinnen. Ja. Velvet, Anna, Umbra, Yesterday. Yesterday ist eigentlich aber ein schöner Name. Kramer, Yankee, Bandit. Gut, so, wie gesagt, ich brauche jetzt gute Namensvorstellungen. Ich würde umbenennen, schreib's mir in die Kommentare, ein paar gescheite Namen, wie ich war, wofür eins ich auch Namen geben soll, ich werde mir da noch ein paar schöne Namen aussuchen. Aber für die heutige Folge war's das, wir haben ja schon 45 Minuten. Dann stelle nur Domi noch kurz. Das heißt, wir werden der nächsten Folge unseren ersten Ausritt machen, aber erst nachdem wir seinen alles gegeben haben, was sie brauchen. Das heißt Heu, Stroh und Wasser, Hafer. Wir haben ja alles. Wir haben ja alles für euch schon. Oder ich hab alles vorgekriegt. Ich brauche nur einen Wassertank und einen Stroh noch. Und falls euch sitzt frien, Verkehr ist da nicht voll, also sehe in dem Sinne auch noch ein Klick ab. Gut, dann sage ich mal in diesem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Tag bzw. schönen Abend.
Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl nicht viel passiert ist. 14 Minuten den scheiß Stall aufbauen, weil er nicht so wollte wie ich will, und die Position finden. Und halt die Tiere holen. Bitte vergesst nicht, einen gescheiten Namen in die Kommentare reinzuhauen. Mit es noch in nächster Zeit und benennen. Gut, dann in diesem Sinne noch einmal. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.